Mich hat vor allem beeindruckt, mal so ein armes Land kennenzulernen. Das wirklich mal zu sehen, wie die Leute dort leben, mit wie wenig die auskommen müssen. Und was für eine mega Gemeinschaft die Leute haben, weil sie einfach voneinander abhängig sind. Am meisten beeindruckt an Bulgarien haben mich definitiv die Menschen, die wir getroffen haben. Einfach weil sie mit dem Wenigen, was sie haben und ja, dem Wenigen, was sie vorig haben, um noch anderen Menschen zu geben, einfach das Beste daraus machen und zum Beispiel einen mega coolen Gottesdienst auf die Beine stellen und auch eben uns als Gäste dann noch Sachen schenken und einfach zeigen, dass sie mega Freude haben, dass wir da sind. Ich habe auch sehr gerne mein Fachwissen jetzt dort im Bau eingebracht und an den Bau und das Effekt. Man kennt es zwar so aus dem Fernsehen, so oh, die armen Kinder, und dann vergisst man es wieder. Und dort stehst du einfach genau in dieser Realität rein. Und das hat mich mega beeindruckt. Vor allem, dass es nicht darauf ankommt, wie jemand angelegt ist oder wie viel Geld er hat. Und ja, dass man einfach irgendwie auch die Person gerne hat, wo, ja, wie Gott einfach alle Leute gerne hat und ja, wie leicht alle einfach seine Kinder sind. Cry for the child. We've lost our passion for the life. Also auf dieser Reise habe ich gelernt, dass man einfach zufrieden kann sein mit dem, was man hat. Also vor allem wir in der Schweiz, wir haben ja mega viel eigentlich und sind trotzdem oft unzufrieden. Und Bulgarien hat mir einfach gezeigt, dass das eigentlich mega unbegründet ist. Und dass wir so ja, beschenkt sind eigentlich mit dem, was wir haben. Und dass wir so zufrieden sein und das auch weitergeben. Ja, geht auf Bulgarien, wenn ihr etwas total Neues entdecken wollt. Etwas Fremdes, das ihr noch nicht gekannt habt. Unglaublich weite Landschaften und Menschen mit einem mega offenen Herz. Und es ist einfach genial. Ja, es ist einfach mega spannend, auch so die in der Gemeinde besuchen und ja, wirklich auch für die anderen Leute können zu beten und sehen, was das in denen auslöst. Ja, es ist eine mega prägende Zeit, wo man auch Gott mega spürt und erlebt. Mal auf eine völlig andere Art, dass man das für uns macht. Und andererseits macht es auch Freude, anderen Freude zu machen. Und nicht nur einfach in der Ferienplausch zu haben, aber doch auch Ferien zu haben und dazu noch etwas Gutes zu machen, das ist mega cool. Darum solltest du dabei sein. Younger